Leute, ein kleines Update zum Film, worum es überhaupt geht und wann ihr damit rechnen könnt. Und einige von euch hatten mich gefragt, ob ich zur Gamescom komme. Und dazu auch nochmal ein kleines Statement. Los geht's! Ihr habt mir unglaublich viele Fragen zum Film geschrieben, von dem ich letztens ein Behind the Scenes geuploadet habe. Und naja, ich dachte, ich gebe euch mal so ein paar kleine Infos dazu, für die, die mir jeden Tag gefühlt dreimal schreiben, wann ich den uploade und warum der noch nicht geuploadet ist. Der Film ist unsere Abgabe im Fach Audio und Video. Und zwar geht es um eine Real-Life-Verfilmung von einem Let's Play. Wir haben quasi einen Charakter, der durch eine reale Welt läuft, also einen Schauspieler. Und wir greifen darin ein paar Games auf, unter anderem Saints Row, Assassin's Creed und Resident Evil. Wir sitzen momentan noch an der Post-Production, also das Schneiden, ich glaube, das wird heute oder morgen fertig. Das Problem ist, dass wir dann ein paar Tage lang nicht mehr dran weiterarbeiten können, weil wir Samstag und Sonntag Uni haben. Heute treffen wir uns aber nochmal, um einen Trailer zu schneiden, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack habt, was euch erwartet. Und ja, abgeben müssen wir das Ganze zum 8.7. Und ich hoffe, dass wir den Film bis dahin fertig haben. Wir müssen nämlich noch ziemlich viel nachbearbeiten. Es müssen Interfaces eingefügt werden. Es müssen die Munitionsfeuer von den Waffen mit After Effects rein editiert werden. Und es wird eine richtige Fummelarbeit. Aber ich bin optimistisch, dass wir das bis zum 8.7. hinkriegen und ihn dann auf YouTube hochladen, damit ihr ihn euch anschauen könnt. Ja. Ja, eigentlich sollte mein Channel ja ein Fotografie-Channel sein und deswegen habe ich das Ganze hier überhaupt erst angefangen. Ich habe euch auf meiner Facebook-Seite gefragt, was ihr davon halten würdet, wenn ich einfach mal was anderes außer Sachen über Fotografie bringen würde, weil ich daran schon ziemlich viel Spaß habe. Ich hätte nie erwartet, dass darauf so eine positive Resonanz kommt. Okay, ihr habt gesprochen, ich bringe auch mal was anderes. Ja, was könnte ich denn noch erzählen? Ach ja, genau. Ja, Video Day. Ich wurde mehrfach gefragt, ob ich zum Video Day auf die Gamescom komme. Nein, komme ich nicht. Leider. Ich würde wirklich so gerne kommen, aber ich schaffe es zeitlich einfach nicht, weil ich da zufällig gerade in meinem Auslandssemester in Thailand bin. Und deswegen wäre das etwas schwierig, für den Tag dann nach Deutschland zu kommen. Rein theoretisch möglich, wenn ich Geld scheißen würde. Was ich allerdings nicht tue. Leider. Aber es wird auch nächstes Jahr YouTuber-Treffen geben. Und insofern wird es dann bestimmt ein paar Gelegenheiten geben, wo man sich über den Weg läuft. Ich war nämlich noch nie auf der Gamescom und ich möchte da nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Ich habe dieses Video nicht vorbereitet, es ist total aus dem Stegreif, weil ich habe keine Zeit. Es ist Freitag, ich habe heute eigentlich frei, aber ich muss meine Abgaben fertig machen. Samstag und Sonntag habe ich aufgrund eines Lehrprojekts der Universität nicht frei. Ich darf von mittags bis abends ein Sommerfest für Kinder ausrichten. Das wird ein Spaß. Nicht! Aber was soll man machen? Es ist ja für einen guten Zweck.